So, ich stehe hier unten im Saal, 580 Delegierte. In 3 Tagen versuche ich rauszukriegen, wie tickt die Basis, denn die Basis ist das Herz der Partei. Wir haben uns entschieden, bei Sachsen anzufangen. In Sachsen der stärkste Landesverband. Die sind auch vertreten hier mit sehr vielen Delegierten. 3 Tische mit, ich schätze mal, bestimmt 200 Leuten. Und die Frage ist jetzt an die Delegierten aus Sachsen, die Themen, die es hier gibt, nämlich Streit an der Parteispitze, verschiedene Asylpolitikansätze. Sind das Themen, die auch die Sachsen bewegen? Also Streit würde ich jetzt anders beurteilen. Ich denke, eine Diskussion in der Partei tut dem Leben ganz gut, tut der Partei auch mal ganz gut. Klar müssen wir uns nach dem Parteitag auch in Sachsen die Frage stellen, welche Linie gehen wir? Wir haben nächstes Jahr Landtagswahlen, wir haben die Gefahr der AfD. Und wir sagen auch ganz klar, dass wir als Linke und auch gerade hier in Sachsen nicht im rechten Lager fischen werden. Wir werden auf unseren Standpunkten beharren. Und Asylpolitik ist ganz klar natürlich eine linke Politik, die wir auch mitgestalten wollen. Und da ist die Frage, wie. Und das wird wahrscheinlich hier auf dem Parteitag spätestens morgen, übermorgen die Frage sein. Welche Position sollte gewinnen? Es gibt ja 3 Strömungen. Es gibt drei Strömungen, ja. Also gewinnen. Was wünschen Sie sich für Sachsen? Für Sachsen würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass wir auf klar einer Willkommenskultur, einer Begrüßungskultur hinarbeiten, dass wir eben nicht sagen, wir schmeißen jedem aus dem Land, der nur ansatzweise nicht ins Schema passt. Klar ist aber auch, Asylrecht ist ein Menschenrecht und dafür stehen wir, da steht auch Sachsen und auch die Fraktion, auch die Großteil der Delegierten hier. Und ich denke, das wird ein starkes Signal auch sein, das wir hier hervorbringen. Geh mal ein Stück weiter. Was sollte nach 3 Tagen herauskommen bei diesem Parteitag? Ich glaube, es muss wirklich ein klares Zeichen rauskommen, dass wir eben für offene Grenzen einstehen. Du hast schon gesagt, wir haben nächstes Jahr 3 Wahlen noch mit der Europawahl dazu. Und wir sind hier in Sachsen und wir hatten ein bisschen Glück, dass wir relativ frühzeitig 2014 die letzte Landtagswahl hatten. Dadurch ist die AfD jetzt noch nicht ganz so stark bei uns. Jetzt, wenn man sich so aktuelle Prognosen anguckt, dann sieht es gerade danach aus, dass die AfD einige Wahlkreise, Direktwahlkreise gewinnt. Und ich glaube einfach, dass uns ganz viele Leute nicht trotz, sondern wegen unserer Asylpolitik, die wir gerade fahren, nämlich eine Politik der offenen Grenzen wählen. Und ich glaube, dass wir deswegen auch hier ein Zeichen wirklich setzen sollten, dass wir den Kurs fortsetzen und auch dabei bleiben und jetzt nicht irgendwie davon abweichen, bloß weil es auch gerade en vogue ist, sozusagen davon abzuweichen. Es wird auch gewählt auf diesem Parteitag. Bitte kurz zu antworten. Finden Sie es schade, dass es keine Gegenkandidaten gibt? Gegenkandidaten zu was? Zu den Parteichefs. Naja, es ist ja allen sozusagen frei, selber sich zur Wahl zu wählen. Wir haben ja bei dem erweiterten Vorstand und bei anderen Positionen sehr wohl die Wahl. Die beiden Parteivorsitzenden haben ihren Job bis jetzt gut gemacht? Ja, ich glaube, Sie haben es vor allen Dingen versucht zu moderieren. Das ist Ihnen, glaube ich, an manchen Stellen ganz gut gelungen. An manchen Stellen wird dann natürlich auch Kritik offenbar. Das haben wir jetzt auch jetzt aktuell im Vorfeld des Parteitages, lesen wir das natürlich. Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir gestärkt aus dem Parteitag rauskommen, dass wir vor allen Dingen mit Botschaften nach draußen rausgehen, uns weniger mit uns selber beschäftigen, sondern vor allen Dingen unsere Arbeit machen. Wir haben Wahlen vor uns. Wir haben nicht nur Europawahlen, wir haben Landtagswahlen in Westbundesländern, in den Ostbundesländern vor uns und vor allen Dingen Kommunalwahlen, die sind für uns ziemlich wichtig. Und da ist es vor allen Dingen wichtig, dass wir einen pluralen Parteivorstand haben, der auch so verschiedene Meinungen und Spektren der Partei abbildet. Ja, vielen Dank. Also eine Botschaft wird erwartet nach 3 Tagen. Wir sind dabei und wir schauen, was am Sonntag rauskommt. Weiter geht's mit Erhard Schärfer.